So, hallo liebe Zuschauer. Also ich hatte den letzten Soundcheck, also 30 Punkt Soundchecks hochgeladen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt 31 Soundchecks nennen soll oder einfach nochmal einen Test. Also eigentlich, weil ich hatte es eigentlich ja nicht so besonders. Also war ja schon lauter wie Zimmerlautstärke, so viel kann ich schon sagen, aber es war jetzt nicht mal richtig Hardy-Lautstärke mit dem Bass. Deswegen wollte ich jetzt sein Lied nochmal machen, weil das kann man, finde ich, am besten nehmen. Weil der eine hat geschrieben, so, beschweren sich deine Eltern oder Nachbar nicht. Nicht so, nö, Nachbar da drüben, weil das Haus ist ja, sieht man halt. Hinter dem Zaun ist genau das andere Haus schon. Also hier ist quasi nichts mehr dazwischen. Hinter der Wand ist schon das andere Haus so ungefähr. Deswegen natürlich auch das Zimmer hier, da drückt alles schön gegen die Wand, da schwingt drüben alles schon mit im Haus, denke ich mir mal. Weil die anderen Nachbarn kamen, wo ich noch die Alte hatte mit diesen zwei Autos abrufen, da kamen die ja schon rüber. Hier, hallo. Und dann hatte ich ja die geholt und dann waren ja die gerade schon am Ausziehen, also hatten die quasi das ganze Mietgericht mit denen und ich habe die jetzt fast 10 Monate und da war jetzt in den letzten 10 Monaten kein Nachbar mehr drin gewesen, das ist natürlich schön, ne? Deswegen glaube ich jetzt bald, dass jetzt bald mal deiner reinkommt so ungefähr. Wäre natürlich ein bisschen blöd, vor allem wenn es da so ein pingeliger Nachbar ist, mach sofort leise, sonst rufe ich die Polizei und so weiter, ja, und bräuchte ich dann gar nicht, aber naja, gut, ich bin eh bald 18, ja, von daher, ja, kann ich auch ausziehen, anderes Haus suchen, ja. Ich mache zwar noch Schule, aber ja, geht eh noch nicht aussehen, aber verdiene noch kein Geld, deswegen. Ja, erstmal jetzt hier weiter mit na, Lied. Was ich gerne was ich machen wollte. So, vor allem jetzt drehen wir mal auf. Ist eine beliebige Uhrzeit, machen wir es halt 11 Uhr mal zum Beispiel. Okay, 11 Uhr 1, ich nehme alles zurück. Und wir wollen mal gucken, was jetzt hier rauskommt. 10. Test, dass das auch so laut geht, das ist eigentlich schon das Maximale, weil wenn ich lauter mache, da tut das Chassis dann schon übersteuern, das hörst du dann raus. Das war jetzt 14, wenn ich auf 16 gehe oder zwischen 14 und 16, da sieht man ja hier ganz schön, muss jetzt mal scharf stellen, Achtung, da zwischen 14 und 16, da ist das Limit quasi, ich war auf 14. Oh Gott, muss man ja mal scharf stellen, naja, ist aber bei dem Handy auch das Gute, wenn du quasi jetzt woanders hingehst, wie jetzt hier, und dann drückst du einfach mal auf den Bildschirm drauf und dann tut er sich schon justieren. Wenn ich weggehe und drücke auf den Bildschirm drauf, tut er sich justieren. Das finde ich auch an dem Handy gut. So musst du nicht immer drauf warten, tut schon mal scharf stellen. Dann drückst du einfach mal kurz auf dem Handy und dann stellt es sich schon scharf. Ist also, finde ich schon wieder gut gemacht. Und das war jetzt nochmal ein Test, wie laut das hier. Das war eigentlich maximal Lautstärke, kann man sagen. Wie gesagt, wenn ich lauter mache, die Endstufe kann zwar mehr, aber das Chassis nicht mehr, ja. Weil ich ja nicht die originale Endstufe verwende, ja. Von daher. Aber finde ich auch gut, hat man mal richtig Power und hat keine Sorgen, dass der Verstärker ins Clipping kommt. Ja, von daher. Also bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal.